und herzlich willkommen. Hi Stampers, heute kannst du mit mir diese Karte basteln. Dazu brauchen wir ein Stempelset. Hier habe ich das Stempelset Serene Silhouettes benutzt und dann noch zwei verschiedenfarbige Stempelkissen hier, Mitternachtsblau und Marineblau. Dann habe ich drei Kreise vorab gestanzt aus Schmierpapier. Und auf der Rückseite habe ich diesen Kleber hier angebracht. Wenn man den trocknen lässt, ist der nicht mehr festklebend, sondern dann hat man quasi ein Post-it. So, und die brauchen wir jetzt, um das Papier zu bearbeiten. Man kann die einfach aufkleben. Du siehst, dann hält das gut. Und dann ganz einfach auch wieder ablösen. So, jetzt klebe ich das so auf, wie ich das gerne haben möchte. Und nehme dann mein Stempelkissen in Mitternachtsblau. Und dann brauche ich noch den Fingerling, weil ich jetzt hier nur über die Ränder wische. Immer schön von der Mitte aus, weil sonst zu viel Farbe auf einmal auf das Papier kommt. Wobei du hier beim ersten Kreis ruhig etwas großzügiger arbeiten kannst, weil das der äußere Rand ist und da natürlich auch etwas mehr Farbe benötigt wird. Und zum Außenrand hin muss das dann immer etwas leichter verwischt werden, damit halt eben dieser Schatteneffekt entsteht. So, dann kann ich jetzt dieses Stück ablösen und nehme dann meinen nächsten Kreis. Du siehst, das ist jetzt schön hell darunter geblieben. Und hier wische ich dann nur ganz, ganz vorsichtig um den Rand, weil ich da den Schatteneffekt nur ganz zart haben möchte. Wichtig ist, wie gesagt, immer von der Mitte aus, weil dann eben die meiste Farbe vorher schon auf dem Schmierpapier ist. So, du siehst hier, das ist ganz leicht dann nur als Schatten. Und das mache ich dann auch noch einmal mit dem kleinsten Kreis. In der Mitte wieder die meiste Farbe abtupfen und dann wieder leicht um den Kreis herumwischen. So entsteht dann jetzt dieser 3D-Effekt mit der Farbe. Dann brauche ich jetzt einen Stempel aus dem Set. Ich habe hier den Ast mit den Vögeln genommen und färbe den mit meiner Stempelfarbe ein. Ich habe hier Marineblau benutzt. Und dann habe ich hier quasi den Schatten. Jetzt muss einfach nur die ganze Karte noch zusammengeklebt werden. Ich klebe immer gerne hinter mein Hauptmotiv noch einmal die Farbe, die ich auch zum Stempeln benutzt habe, weil ich finde, dass das Motiv immer sehr schön nochmal hervorhebt. Am besten immer von der Rückseite drüber streichen, damit nicht noch Stempelfarbe verwischt, die vielleicht noch nicht ganz trocken war. Den Rest auf die Karte und schon ist das Werk wieder fertig. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.